Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Rating Bar programmieren könnt. Eine Rating Bar, da steckt das Wort schon drin, nämlich Rating. Und das heißt Bewertung und darum geht es auch. Wir haben ja eben so eine Bewertungsleiste in dieser App, die wir heute programmieren werden. So sieht sie aus, dass wir eben so Sterne vergeben können. Und hier können wir jetzt zum Beispiel maximal 6 Sterne vergeben, das heißt dann sehr gut. Oder auch 1 Stern, das heißt sehr schlecht. Wir können aber auch dann 3 Sterne und so weiter eben, also ihr könnt eben verschiedene Sternebewertungen abgeben und hier unten erscheint dann dementsprechend ein Text dazu und nochmal die Anzahl der Sterne, die eingetippt wurde. Ja, das werden wir heute programmieren. Dazu gehen wir natürlich wie immer zuerst in Android Studio, wo ich schon ein leeres Projekt vorbereitet habe, an dem ich natürlich noch nichts verändert habe. Hier lösche ich jetzt erstmal diesen Hello World Text aus dem Layout raus und dann können wir direkt anfangen, unser Layout zu bearbeiten. Da kommt jetzt, wie nicht anders zu erwarten, eine Rating Bar rein. Die kann ich jetzt mal schön mittig hier reinziehen. Und dann kommt als nächstes noch ein Text wieder rein, um dann die Bewertung anzuzeigen. Hier nehme ich mal einen Large Text dafür. Auch mal da drunter. Den Large Text, den kann ich jetzt noch kurz anpassen, also dass da ein anderer Text am Anfang drin steht. Nämlich bewerte. Bewerte diese App. Dann will ich noch kurz was zum Rating Bar erläutern, zum Layout. Nämlich hier steht ja bei der Breite, also Width, steht hier Web Content drin. Und das bedeutet, dass diese Rating Bar genauso breit ist, wie eben die Sterne, die da drin sind. Also genauso breit wie der Content, der da drin ist quasi. Und das sind in dem Fall die Sterne. Das heißt, die ist nicht breiter als das hier. Und das solltet ihr auch auf jeden Fall so lassen. Denn man kann ja da auch noch bei statt Web Content auch noch Fill Parent oder Match Parent reinschreiben. Was ja beides bedeutet, dass es das komplette Layout drumherum ausfüllt, also quasi bis an den Rand vom Bildschirm geht. Aber da gibt es bei der Rating Bar leider einen kleinen Bug und der ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch einigen anderen Programmierern noch. Und zwar, wenn ich das jetzt auch hier auf volle Breite setze, zum Beispiel mit Match Parent, dann würden hier so viele Sterne angezeigt werden, wie der Bildschirm breit ist und nicht so viele, wie ich festgelegt habe. Wir werden nämlich nachher festlegen, wie viele Sterne die Rating Bar anzeigen soll. Und dann wird diese Angabe einfach übergangen und dann werden hier so viele Sterne angezeigt, wie hier Platz ist. Und deswegen wollen wir das natürlich verhindern und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall Web Content drin stehen haben und nichts anderes. Ja, wenn ihr das habt, dann sollte es auch kein Problem sein. Dann gehen wir nämlich als nächstes mal direkt in den Programmiercode rein und können hier direkt mal dieses Menü hier rauslöschen, wenn wir es nicht brauchen. So. Und dann können wir uns direkt, nachdem wir diesen Schnipsel hier auch noch gelöscht haben mit dem Menü, mal ein paar Variablen machen und zwar für die Rating Bar selbstverständlich. Also Rating Bar RB1 nenne ich sie mal. Und dann hatten wir noch ein Text View, das mache ich TV1 nenne ich das mal. Das muss natürlich erstmal Text View. Text View TV1. Das müssen wir jetzt natürlich mit dem XML-Code verknüpfen. Dazu machen wir als erstes mal die Rating Bar RB1 ist gleich in Klammern Rating Bar Find View by ID R.ID.RatingBar. Das R hier war zu viel, okay. Rating Bar, weil hier in dem XML-Code ist ja die ID für diese Rating Bar, wie man hier sehen kann im Text. Als nächstes kommt dann noch das TextView hier, das war ja TV1 ist gleich in Klammern TextView FindView by ID A.ID.TextView. Weil ja in dem XML-Code auch TextView dafür festgelegt war. Ja, jetzt können wir als nächstes mal die Rating Bar etwas näher definieren, denn da kann man einiges zu festlegen. Deswegen schreibe ich hier erstmal RB1 wieder und dann .set. Numstars können wir jetzt hier festlegen. Ihr seht ja schon, alle fettgedruckten Wörter sind die wichtigsten, würde ich mal sagen, die man da eben festlegen kann. Numstars, und das bedeutet, da können wir festlegen, wie viele Sterne denn diese Bar hier haben soll. Also ob sie 6 Sterne haben soll oder 12.000 oder auch nur 3. Das könnt ihr dann selbst da reinschreiben. Ich nehme jetzt hier einfach mal 6 Sterne, weil ich das hier auch habe. Das ist eigentlich ja ganz gut. Oder ja, man nimmt üblicherweise 5, aber ich will euch zeigen, dass man es extra definieren kann. Deswegen nehme ich 6. Dann kann man als nächstes hier RB1.set
Step Size kann man hier festlegen und damit kann man festlegen, wie groß die Abstände sein sollen. Also das heißt, ob wir hier nur einzelne Sterne vergeben können, ebenso in Einzelschritten, oder ob wir auch halbe Sterne vergeben wollen oder vielleicht auch Zehntel oder Hundertstel Sterne. Das kann man dann hier einstellen bei Set Step Size. Das heißt, wenn ihr einfach nur Einzelschritte haben wollt, dann schreibt ihr einfach eine 1 hier rein. Wenn ihr jetzt aber mehrere Schritte haben wollt, wie zum Beispiel 0,5er Schritte, dann würdet ihr hier wahrscheinlich jetzt 0,5 reinschreiben, aber das funktioniert leider nicht so, denn hier kommt eine Float rein, wie man schon sehen kann. Und für alle, die es nicht wissen, eine Float-Variable ist eine Variable, in der man Zahlen ohne Nachkommastellen speichern kann, also nur ganze Zahlen. Und deswegen muss man das erstmal genauer noch festlegen, dass es eben keine eindeutige Float ist. Und dafür muss man einfach nur hier in die Klammern einmal Float reinschreiben. Und dann hinter die Klammern die 0,5er Zahl, also 0,5. Schreibt ihr halt einfach hier rein und dann habt ihr halbe Schritte. Noch zu beachten gilt, dass es bei Zahlen in der Programmierung kein Komma gibt, sondern da gibt es nur Punktzahlen. Das heißt, statt einem Komma 5 schreibt ihr dann Punkt 5. Das ist ganz wichtig, dass ihr das so macht, ansonsten kann das nicht funktionieren. Ich nehme jetzt hier Einzelschritte, deswegen schreibe ich hier statt 0,5 eine 1 rein. Das Float, das kann da bleiben, muss aber nicht, das könntet ihr jetzt weglassen. Ist dann eure Sache. Dann kann ich euch noch kurz eine Sache zeigen, die man nicht machen muss, aber die ich euch kurz zeigen will, die ich auch nicht machen werde, nämlich RB1.isSet is Indicator. Und da könnt ihr dann True reinschreiben oder auch False, aber wenn man da False reinschreiben würde, könnte man die Zeile auch gleich weglassen. Das bedeutet, dass diese Zeile gar nicht klickbar ist, also dass eben diese Ratingbar gar nicht klickbar ist und dass es nur eine Anzeige quasi ist für eine Bewertung. Das heißt, der Nutzer kann hier an dieser Ratingbar nichts verändern, sondern es ist einfach nur eine Anzeige quasi. Das könnte man dann so lösen. Diese Zeile lösche ich jetzt wieder, denn der Nutzer soll ja natürlich das Ergebnis da verändern. Und dann passt das schon. Jetzt als nächstes wollen wir der Ratingbar noch etwas hinzufügen, damit dann auch etwas passiert, sobald der Nutzer die Anzahl der Sterne verändert. Hier soll ja dieser Text immer ausgetauscht werden, das werden wir programmieren. Ich will übrigens auch machen, dass man hier minimal einen Stern vergeben kann. Das heißt, man kann hier nicht 0 Sterne geben, sondern dass, sobald wir 0 Sterne geben, das immer auf 1 zurückgesetzt wird und dann ist die schlechteste Bewertung 1. Müsst ihr nicht machen, aber ich zeige es auf jeden Fall, wie es geht. Um das Ganze jetzt zu machen, damit etwas passiert, müssen wir jetzt RB1.setOnRatingBarChangeList, dann müssen wir der Ratingbar hinzufügen. Damit wird dann quasi das überprüft, ob da drauf gedrückt wurde. Also hier machen wir es New. Und dann mit der Autokorrektur wird es schon vorgeschlagen. Und RatingBarChangeListener. Und dann haben wir die komplette Methode schon drin, in der wir das dann machen können. Das wird dann ausgeführt, sobald auf irgendeinen von den Sternen draufgedrückt wurde. Also sobald die Anzahl der Sterne verändert wurde, meine ich natürlich. Und hier müssen wir jetzt überprüfen, wie viele Sterne der Nutzer vergeben hat. Das können wir einfach machen mit RB1.getRating. Und damit holen wir uns dann quasi die Bewertung raus. Und da können wir auch noch kurz was zu machen, das habe ich gerade eben vergessen. Wir können nämlich schon vorher ein Rating voreinstellen, was denn eingestellt werden soll, wenn der Nutzer noch nichts gemacht hat, das heißt, wenn die App geöffnet wird. Das können wir einfach mit RB1.setRating. Und da könnt ihr in euer Rating reinschreiben, wie viele Sterne da am Anfang drinstehen sollten. Ich will mal, dass am Anfang 5 Sterne drinstehen. Und dann ist das eben so. Ja, jetzt komme ich aber wieder zurück zu dem GetRating, wo wir uns dann das Rating rausholen. Hier kommt noch ein Semikolon dahinter und das will ich jetzt einer Variable zuweisen. Und es ist so, das Rating, das kriegen wir in einer Float-Variable zurück. Float habe ich ja eben schon erklärt, was das ist. Eine Zahlvariable eben. Deswegen mache ich jetzt hier eine neue Float-Variable. Float. Und die nenne ich jetzt mal UserRating. Und jetzt will ich dieses hier, also das Rating des Users, eben der Variable zuweisen. Also UserRating ist gleich. Und dann eben das Rating, was wir uns aus der Ratingbar rausholen. Und mit dieser Variable werden wir dann überprüfen, auf welchen Stern drauf gedrückt wurde. Das kann ich mit if-Abfragen machen. Also ganz einfach if UserRating gleich gleich, also entspricht der ist gleich 1, also 1 Stern. Dann soll Folgendes passieren. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich euch zeigen, wie wir das einstellen können, dass man hier nur 1 Stern vergeben kann und nicht 0 Sterne. Das können wir nämlich auch einfach mit einer if-Abfrage lösen. Nämlich, wenn das UserRating gleich 0 ist, also 0 Sterne, dann wollen wir einfach, dass diese Ratingbar auf
1 dann gesetzt wird und damit kann dann das Minimum nur 1 sein und nicht 0 quasi. Dann mache ich einfach rb1.setRating 1. Und dann ist das minimale Rating, was der Nutzer vergeben kann, logischerweise 1. Ja, dann als nächstes will ich natürlich noch die anderen Ratings für die Sternzahlen 1 bis 6 festlegen. Das mache ich natürlich auch mit if-Abfragen, also einfach if userRating gleich 1 Stern, also 1. Dann soll Folgendes passieren, und zwar soll dann das Text-View geändert werden, also der Text von dem Text-View, was dann eben hier drin ist. Das kann ich jetzt einfach kurz machen, indem ich hier tv1.setText und hier gebe ich jetzt einfach den Text ein. Hier kann ich jetzt zum Beispiel mal schreiben, sehr schlecht, weil es nur ein Stern ist. Und dann in Klammern noch ein Stern. Das kann ich mir jetzt eigentlich komplett so kopieren und dann 6-mal einfügen, da muss ich nicht so viel schreiben, dann ist es eh immer das gleiche und wir wollen im Grunde nur andere Texte ausgeben. Keine Ahnung, wie oft das jetzt war, aber auf jeden Fall if userRating gleich 2 Sterne, if userRating gleich 3 Sterne und so weiter eben. 5 und 6. Dann müssen wir natürlich noch die Texte hier anpassen. Hier soll nicht mehr sehr schlecht sein, sondern nur noch schlecht und natürlich hier 2 Sterne. Hier soll dann nicht mehr sehr schlecht sein, sondern einfach nicht so gut. Drei Sterne. Dann kann ich hier, wenn wir 4 Sterne vergeben, in Ordnung schreiben. In Ordnung natürlich. Hier 4 Sterne. Dann hier, wenn wir 5 Sterne vergeben, ist es gut. Und bei 6 Sternen ist es dann sehr gut. Ja, das sollte jetzt soweit funktionieren. Ich führe es einfach mal auf unseren Emulator. So, unsere App wurde geladen. Hier haben wir schon 5 Sterne voreingestellt und das haben wir hier festgelegt am Anfang, also setRating 5. Hier will ich jetzt einfach mal ein anderes Rating vergeben. Zum Beispiel hier 3 Sterne und eben auch mal 6 Sterne, 5 Sterne, 2 Sterne, geht alles. Jetzt will ich mal versuchen, 0 Sterne zu vergeben. Das geht nicht. Dann ist, sobald ich das hier so wegziehe, dass es 0 Sterne wäre, geht dann wieder der eine Stern hin. Das heißt, wir können minimal 1 Stern vergeben. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen. Oder auch bei Facebook oder Google Plus. Aber bei Instagram lohnt es sich am meisten, mir zu folgen, denn da bin ich am aktivsten. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich lese mir das immer durch und antworte dann auch darauf auf eure Fragen. Versuche euch da zu helfen, das ist ganz klar. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.